Ich glaube, ich spinne. Schon gegessen. Für unsere zweite Konstruktionsübung brauchen wir die gleichen Dinge. Bleistift, Radiergummi, Zirkel, Lineal oder Blatt Papier. Diesmal haben wir gegeben, C ist 8 cm, Alpha ist 40 Grad, Beta ist 50 Grad. Dann mache ich mal als erstes wieder eine Skizze. Beschrift sie. Ja, da braucht man so kein Kunstwerk draus machen. Dann schnappe ich mir wieder meinen farbigen Stift und markiere jetzt alles, was ich da gegeben habe. Die Seite C habe ich gegeben, den Winkel Alpha und den Winkel Beta. So. Das ist also eine Seite, ein Winkel und noch ein Winkel. Man sagt da Winkel, Seite, Winkelsatz. Gut, legen wir los. Ich fange da wieder an. Ich mache mir einfach einmal die Seite C. Bei 0 fange ich an. Dann sehen wir, Seite C ist 8 cm. Mache ich mir bei 8 die Markierung. Dann haben wir da A. Dann haben wir da B. So, und jetzt möchte ich mir da den Winkel Alpha konstruieren. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. So wie wir es bis jetzt kennengelernt haben, haben wir gesagt, wir nehmen das Dreieck, legen die Nuller auf den Scheitel und der liegt in dem Fall beim Eckpunkt A, legen das Lineal genau auf die Seite und fangen jetzt da zum Zählen an und zwar so weit, bis wir den Winkel haben. Ich muss jetzt da außen schauen, 0, 10, 20, das heißt da, das ist die gelbe Markierung. Alpha ist 40 Grad, ich bin bei A, also 10, 20, 30, 40, dann mache ich mir da, so in Verlängerung, wo der 40er ist, eine Markierung. Dann muss ich das Dreieck wegtun, neu ansetzen und zeichne vom Scheitel A bis zu der Markierung eine Strecke. Genau genommen einen Strahl. Die andere Variante ist, ich drehe jetzt das Dreieck nicht so um, sondern ich lasse es jetzt einmal so. Fahre mit dem Nuller zum Scheitel für den Winkel Beta. Das ist der Pauli. Der sinkt gerade ein bisschen. Also den Nuller tue ich auf dem Scheitel. Der Scheitel ist beim Eckpunkt B. Und jetzt muss ich wieder zum Zählen anfangen und drehe dabei aber das Dreieck. Gell? Wenn ich es also so weiter drehe, dann bin ich beim 10. Ich muss jetzt bis zum 50er. 20, 30, 40, 50. So, und dann muss ich es wieder richtig einrichten. Der Nuller muss genau beim Scheitel sein. Der 50er muss jetzt genau auf der Linie sein. Das ist der eine Schenkel. Und wenn ich das habe, dann nehme ich mal wieder meinen weicheren Bleistift, also der macht eine dunklere Farbe, und zeichne mir das so sauber nach. Und da, wo sich diese beiden konstruierten Schenkel schneiden, da haben wir jetzt den Eckpunkt C. Korrekte Beschriftung, gegenüber von A haben wir die Seite A, gegen den Uhrzeigersinn B, C, da haben wir den Winkel Alpha, da haben wir den Winkel Beta, da haben wir den Winkel Gamma. Das war jetzt Winkel, Seite, Winkel. Viel Spaß beim Nachmachen.